liebe, nette Sache. Ja. Und ja, das ist es. Genau. Also das ist wichtig, deswegen Leute haben nicht Angst vor, oh Gott, ein Flashmob, das klingt so heftig, ja, sondern ein Flashmob ist eine total liebe Sache und bei dem kommt niemand zu Schaden oder es ist nicht gefährlich oder illegal, das ist was total Schönes. Wir haben uns irgendwie gedacht, wir haben auch einen Bildungsauftrag, einen selbst auferlegten und jetzt wollen wir euch erklären, was ein Flashmob ist. Und wir haben recherchiert in Wikipedia. Was ist ein Flashmob? Das ist so wie die Sendung mit der Maus. Also mehrere Menschen, die sich nicht kennen, verabreden sich im öffentlichen oder halböffentlichen Raum via Facebook, Twitter, SMS-Ketten und so weiter, um irgendwas Skurriles auszuführen. Ja, im alltäglichen Leben, spontan. Genau, so was man nicht jeden Tag macht, ja, so Massenküssen, Tanzen, Kissenschlachten, Wasserschlachten. Ja, sowas, lustige Sachen. Ungewöhnliche Dinge. Peinlich, könnte man eigentlich dazu sagen. Nein, spaßig. Spaßig. Ja, und friedlich. Und es ist super. Ich stehe drauf. Genau, und es ist halt eine spezielle Ausprägungsform der virtuellen Gesellschaft. Da steckt jetzt kein politischer Grund oder so dahinter, warum man das jetzt macht. Oder ja, aber dann gibt es halt zur Unterscheidung den Smart Mob. Der Smart Mob wird vor allem seit einigen Jahren von Globalisierungskritikern, aber auch genauso als politische Kampagne benutzt und nutzt eben diese Aktion des Flashmobs, um eine Botschaft zu vermitteln. Ich hätte gesagt, rauszutragen. Ja, okay. Unter die Leute zu bringen. Ja, unter die Leute zu bringen. Sie aufzurütteln. Wach zu küssen. Ja. In Interaktion mit ihnen zu treten. Genau. Und ich glaube, Uni Brent hat irrsinnig oft, vor allem am Anfang, eben solche Smart Mobs organisiert. Und mit diesen Smart Mobs hast du sozusagen eine temporäre autonome Zone. Das ist ein Schatz. Das ist kein Schatz. Ich finde die temporäre autonome Zone super, ja, weil da sind dann die Regeln der Mächtigen plötzlich aufgelöst. Egal. Ja, Freiraum entsteht. Ja? Ich mag das Wort Freiraum noch immer nicht. Ja, egal. Die Systemgesetze sind ungültig. Temporäre autonome Zone, ein Begriff, der vom Schriftsteller Hakim Bey stammt, der dazu ein Buch geschrieben hat. Ja. Was steht in Wikipedia da? Moment. Hakim Bey definiert in ihm eine temporäre autonome Zone als eine Situation, in der herrschende Gesetze und Ordnungen zeitweise lokal außer Kraft treten, Autoritäten ihre Macht verlieren und unvorhersehbare gemeinsame neue Begegnungen und Erfahrungen möglich werden. Während der Staat auf feste Strukturen bauen muss, kann die temporäre autonome Zone schnell Räume schaffen, in denen eine andere oder zukünftige Gesellschaftsform gedacht oder vorausgelebt werden kann. Wir haben einige nette YouTube-Videos über Flashmobs rausgesucht. Viel Spaß.
thank you so much for coming. We are here because we want women in poor countries and all around the world to have the same chances for a healthy, safe pregnancy as we do here. Your mission today is to have fun grooving your bums.